Lange hat BMW die Fans warten lassen. Jetzt ist er wieder da. Der M3. Vierhundertzwanzig PS, 0 auf 100, 4,8 Sekunden, Topspeed bis 280 km/h, Preis 66.000 Euro. Stärker, schneller und teurer als je zuvor, aber auch besser? Mit ihm fing alles an. Der erste M3 vor 20 Jahren. Erkennungszeichen, dicke Backen und ein riesiger Heckspoiler. Unter der Haube? Vier Zylinder, 200 PS, 0 auf 100, 6,7 Sekunden. Knapp 18.000 Stück wurden bis 1991 gebaut. Der Nachfolger, unscheinbar wie ein 320i. Er hatte viel mehr Leistung und erstmals 6 Zylinder. 286 PS machten den Überdreier damals zum Porsche-Killer. Übrigens der einzige M3, den es auch mit 4 Türen gab. Anfang 2000, die dritte Generation. 5-mal in Folge gewann sein hochdrehender Sechszylinder den Titel Engine of the Year. 0 auf 100, 5,2 Sekunden, 343 PS, dazu ein genialer Sound und ein fantastisches Fahrwerk. Für viele der beste BMW aller Zeiten. Bis heute. Denn der neue M3 müsste eigentlich alles noch viel besser machen. Carbondach, jede Menge Aluminium, die Kotflügel aus Kunststoff. Dadurch verliert der Wagen Gewicht und noch wichtiger, der Schwerpunkt verlagert sich nach unten. Erstaunlich, der 4 Liter V8 ist sogar leichter als der Vorgänger mit nur 6 Zylindern. Außerdem setzt der neue auf bewährtes. Statt SMG gibt's ein manuelles 6-Gang-Getriebe und die passende 2-Scheiben-Kupplung. Ob's passt? Dafür gibt's nur eine Antwort. Ab auf die Rennstrecke. Das Ascari Race Resort in Andalusien. Vielleicht die schönste Rennstrecke der Welt. Auf jeden Fall der perfekte Ort, um den feuerroten M3 ernsthaft zu fordern. Unser Torero im Heimatland des Stierkampfs, Autobild-Testredakteur Dirk Branke. Sehr schöner Motor, unglaublich drehfreudig. Dazu eine ultra direkte Lenkung, spricht sehr präzise an, macht richtig Freude. Auch die Schaltung funktioniert wunderbar. Niemand vermisst hier wahrscheinlich ein SMG. Und das Auto macht richtig Betrieb. Sehr agil, sehr handlich und spürt das geringe Gewicht. Bemerkenswert ist die Straßenlage, die liegt sehr balanciert. Eine Achslastverteilung von 50-50, das merkt man. Es gibt ja dann gegen Aufpreis noch das M-Drive, bei dem man das Auto abstimmen kann. Man kann die Dämpfer abstimmen, die Motorcharakteristik und auch das ESP. Man kann dann noch mal eine ganz harte Linie fahren. Ein Erlebnis. Ich kann nur sagen, ein Erlebnis. Kurz gesagt, die Legende lebt weiter. Das Erlebnis besteht nicht nur in dem Motor, unglaubliche Kraft, dreht bis 8400, es ist der Wahnsinn, sondern aus der gesamten Balance des Autos. Es ist leicht, es ist schnell, es ist unglaublich giftig. Die Legende M3 wird weiterleben.